geht ab? Was geht ab? Bitte nicht erschrecken, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich erschrecke mich selber ganz doll, weil ich habe mich entschlossen, bei dem Jugendsünden-Tag mitzumachen, wie ihr oben lesen könnt. Und der ist ja schon über ein Jahr alt, der Tag. Und damals habe ich mich nie getraut, mitzumachen. Ich dachte mir, dieses Jahr mache ich das irgendwann mal. Ja, und falls ihr den Jugendsünden-Tag nicht kennt, in dem Tag geht es darum, sich zu zeigen, wie man sich geschminkt und gestylt hat als Teenager. Und wie ihr sehen könnt, weil ich war ganz schön Gangster. Nicht. Ja, ich habe mich wirklich so total mit der Hip-Hop-Szene identifizieren können, stylmäßig. Also ich fand Aaliyah ganz toll und TLC, vor allen Dingen Lisa Left Eye Lopez. Und ja, demnach habe ich mich wirklich so gekleidet. Und nein, nicht nur zu Hip-Hop-Partys, also auch so zum Brötchen holen bin ich so rausgegangen. Aber ich habe die ganzen Sachen, die ich früher so getragen habe, gar nicht mehr da. Deswegen kommt hier nur die abgespackte Version. Ich werde euch aber zum Beweis, dass ich früher so mit 15, 16 wirklich so jahrelang so rumgelaufen bin, ein paar Fotos einblenden, falls ich die noch auf meinem Laptop irgendwo finde. Ja, fangen wir an mit dem Make-up. Wie habe ich mich früher mit 15, 16 geschminkt? Ich habe mir, wie ihr sehen könnt, die Augenbrauen überhaupt nicht gemacht. Deswegen habe ich die jetzt auch gar nicht geschminkt. Deswegen sehen die auch ganz schön scheiße aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich die mir mit 14 oder so, wann habe ich mir denn zum ersten Mal die Augenbrauen gezupft? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mich gar nicht so um die Augenbrauen gekümmert. Ja. Dann schminktechnisch habe ich immer außen eine dunkle Farbe und innen eine viel zu helle Farbe genommen, aufgetragen und natürlich nicht verblendet. Das mit dem Verblenden habe ich eh erst so gelernt, als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu gucken, was sehr, sehr spät war. Ich glaube, da war ich schon über 20. Ich weiß es nicht mehr genau. Rouge habe ich keins getragen. Foundation natürlich sowieso nicht. Auf den Lippen hatte ich meistens nur so, so einen total schlecht deckenden Nude-Lippenstift. Oder was früher auch total in war, waren diese BB. Kennt ihr diese BB Pearl Glanz Pflegestifte? Die hatten wir alle. Und die haben wir richtig runtergenudelt damals in der Schule. Die meisten von diesen Jugendsünden-Tag haben sich ja hier blau geschminkt und hatten Zickzack-Scheitel. Früher war es bei uns auch so, dass die Mädels so rumgelaufen sind mit, es fing an mit 13, 14, glaube ich. Da hatten sie so auch diese fetten Buffalos und ja, Zickzack-Scheitel und Spangen und toupierte Haare und blauen Lidschatten und picken Lippenstift. Aber das war so eine Phase, die an mir vorbeigegangen ist, weil ich mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so für mein Äußeres interessiert habe. Also in der Hinsicht, dass ich ja so stylingtechnisch irgendwie gar keinen Wert drauf gelegt habe, wie ich aussah damals. Demnach muss ich ganz, ganz schön schrecklich ausgesehen haben. Okay, das ist jetzt auch nicht viel hübscher und ladylike, aber irgendwann, ich glaube, ich hatte auch eine kurze Punkphase, aber die habe ich jetzt nicht für dieses Video übernommen, weil die zu kurz war, die Phase. Die R&B-Hip-Hop-Phase war definitiv länger, ja. Und deswegen habe ich mich mal so gestylt. Und ich hatte immer Kreolen dann an und natürlich Bandanas. Ich hatte ganz viele verschiedene Bandanas und ganz viele Mützen. Ich habe auch gerade geguckt, welche Mütze jetzt gut dazu passen würde. Ich habe auch die Yankee-Mützen angezogen dazu, aber es war nicht so der richtige Style, wie ich damals rumgelaufen bin. Ich hatte immer so eine Mütze, so eine, hoffentlich finde ich noch ein Bild davon. Ja, es war so im Fischer-Style, aber mit so einem Tribal drauf. Und das habe ich dann immer über dem Bandana so schräg draufgepackt. Und natürlich habe ich früher Baggies getragen. Of course. Ich habe die sogar noch, die Hose, gefunden in meinem Schrank. Mit dieser Hose bin ich früher rumgelaufen. Ja, und ich war total stolz, weil mein Tanzkollege, den ich damals sehr bewundert habe, hat mir die geschenkt. Das war seine. Ja, und das war meine Lieblingshose, die ich damals ständig getragen habe. Guckt euch mal an, wie fett die ist. Hallo? Heftig. Und was noch? Ja, ich hatte oft eng anliegende Shirts und dann breite Hosen. Und ich hatte ganz viele Gürtel, die farblich immer zu meinen Mützen oder Bandanas passten. Zum Beispiel hier diesen roten Gürtel hatte ich noch. Und ja, der hat auch so eine Tribal Graffiti-Aufschrift. Ja, und Schweißbänder hatte ich auch in allen Farben. Ich habe jetzt nur noch das hier gefunden. Ich habe auch eins in Orange und Weiß noch gehabt, aber ich habe es nicht mehr wiedergefunden. Hier schön Jamaika-Reggae-Style, ne? Ja. Und Kreolen habe ich getragen, aber ich habe jetzt die von damals nicht gefunden. Ich glaube, damals habe ich nur selber eine getragen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hatte noch die Kette, die ich damals immer getragen habe. Und zwar waren es diese Soldier, Erkennungsmarken mit Strassstein. Und ein Strassstein fehlt in der Mitte schon, weil es so eine uralte Kette ist. Ja, die fand ich total cool früher. Ja.
jetzt haltet mich nicht hier für die Obergangster-Troller, das war ich nämlich damals überhaupt nicht, also Schläger-Tussi-mäßig gar nicht. Ich war, ich habe mal gerne so getan, als ob ich so voll hart wäre, aber ich war es überhaupt nicht. Null. Minus 100 eigentlich. Also ich war noch nie in eine Schlägerei oder in einem Streit involviert in der Hinsicht, also ich war wirklich ein ganz, ganz braves, unschuldiges Mädchen damals, aber ich habe schon eine ziemlich große Klappe gehabt früher, muss ich echt gestehen. Ich war so im Teenie-Alter, vor allen Dingen so mit 16 war ich schon ziemlich arrogant. Ich habe auch getanzt, natürlich, ne? Ich habe sowieso irgendwie festgestellt, dass fast alle Filipinos, zumindest alle, die ich kenne, irgendwie damals so in Hip-Hop-Tanzgruppen waren. Also die Sandy, die Dynamite Beauty auf jeden Fall, die Lil Gracie auf jeden Fall und die, schon wieder habe ich ein Problem mit dem Namen, Missy Scatterbrain. Die waren alle drei auch genauso wie ich in irgendeiner Tanzgruppe und ja, ich habe auch ordentlich gebattelt damals auf Hip-Hop-Partys, also so gegen Breakdancer gedanced, so im Kreis und alle schrien Go, Go. Und das sind so Sachen, die würde ich jetzt niemals machen. Früher konnte ich aber wirklich gut tanzen. Dann habe ich dann also, boah, wann hörte das denn auf? Also, ja, irgendwann habe ich mich dann auch normal, wie ein normales Mädchen angezogen. Aber dann kam ich so in diese Elektro-Musikphase und habe nur noch dazu gefeiert, und das ist ja ein ganz anderer Tanzrhythmus als so Black Music. Und dadurch habe ich so diese ganzen Hip-Hop-Moves, die ich damals voll drauf hatte, total verlernt. Und ja, demnach konnte ich früher viel, viel besser tanzen als jetzt. Ja, und ich fühle mich gerade sehr, sehr unwohl, weil so würde ich definitiv nicht mehr rumlaufen, ja. Ja. Was kann ich noch zu meiner damaligen Zeit sagen? Ich glaube, das hörte dann auf und dann hatte ich natürlich dann hatte ich einen Freund. Und da hörte das dann auf, dass ich mich so... Und der war halt nichts mit dieser Musikrichtung zu tun. Und da hörte es dann auf, dass ich mich irgendwie so in die Richtung gestylt habe. Also regelmäßig. Ja. Oh Gott. Und damals wollte ich halt nicht mitmachen vor einem Jahr, als Erna gesagt hat, komm, mach doch auch mit. Da habe ich ihr gesagt, wie ich früher rumgelaufen bin und habe gesagt, boah, wenn ich dazu ein Video mache, finden mich alle auf YouTube so unsympathisch, weil ich voll als Proll dann gelten würde. Und sie meinte, nein, mach doch mit. Und naja, ich hatte mich nie wirklich getraut. Und jetzt mache ich es doch. Ist mir auch leicht peinlich, muss ich sagen. Aber naja. Ja, so habe ich mich wohlgefühlt in meiner Teenie-Zeit und ja, jetzt gilt es wohl noch andere zu taggen und ja, ich tagge auf jeden Fall Lil Gracie und Missy Scatterbrain, weil ich weiß, dass die, glaube ich, auch so rumgelaufen sind. Als Beweis, dass ich nicht die Einzige war, ja. Und ja, alle, die mitmachen möchten und sich trauen zu zeigen, wie sie als Teenie rumgelaufen sind, dürfen hier natürlich auch mitmachen. Also, in dem Sinne, Peace out, YouTube, bis zum nächsten Mal.